Nevin Subotic will die Welt verändern. Die Welt des Profifußballs hat er längst verlassen. Mit dem Titel kam Geld, mit dem Geld kam die Dummheit. Mit der Dummheit kamen Häuser und Jacuzzis, die ich nicht benutzt habe. Gerade wenn du so 19, 20 bist und du hast auf einmal, ich weiß nicht, wie viel Mille auf dem Konto, ist es vielleicht ganz normal und menschlich, dass man nicht mehr weiß, was man machen soll. Man kann alle Frauen haben, man kann sich alles kaufen. Ich bin einfach verliebt in seinen Blick aufs Leben. Ein Leben in Bildern. Festgehalten im Dortmunder Westfalenstadion. 10 Jahre lang sein Zuhause. Das ist meine Schwester und ich. Von links nach rechts. Und das hier ist dann Banja Luka. Hier wird Nevin Subotic geboren im Dezember 1988. Kurz bevor der jugoslawische Bürgerkrieg Bosnien-Herzegowina erreicht. Die Familie lässt alles zurück und flieht aus der Heimat. Und das ist mein Vater, wo nach den Erzählungen wir auch mit einem roten Zug unseren Weg nach Deutschland gemacht haben. Gut 30 Jahre später reist Nevin Subotic durchs Land, um seine Geschichte zu erzählen. Die vom wahren Leben. Denn als Fußballprofi hat er in einer Blase gelebt. An diesem Tag kommt er nach Bremen. Jetzt habe ich die Möglichkeit und das Vergnügen, einfach mal beim Hauptbahnhof auszusteigen, mal durch die Stadt zu gehen, ein Gefühl dafür zu bekommen, selbst wenn ich dafür jetzt natürlich nicht die Stadt kennengelernt habe, aber zumindest ein Gefühl dafür zu bekommen. Und das finde ich schön, weil als Fußballer 15 Mal hier und ich habe echt gar nichts gesehen. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie die gesetzliche Maskenpflicht. Der ehemalige Fußballprofi fährt fast ausschließlich mit Bus und Bahn, denn er besitzt kein Auto mehr. Bahnhof Walle. Die Straßenbahn bringt ihn an diesem Abend nach Walle, einem alten Arbeiterstadtteil, zu einer Lesung. In der kleinen Kulturwerkstatt ist Subotic ein großer Name. Eingeladen hat ihn die Bremer Arbeitnehmerkammer. Hallo, guten Abend. Ich dachte, reiche Leute kaufen teure Sachen und zeigen, was sie sich leisten können. Weiter ging es mit Autos. Mein Berater fragte, welches willst du? Ich war 19 und hatte davon gehört, dass ein Spieler 2 Audis hatte, einen S5 und einen Q7. Das hatte mir imponiert. Als wir beim Händler waren, sagte ich, ich möchte einen S5 und einen Q7. Als wäre ich ein kleines Kind, das gefragt wurde, welche Eissorten es haben möchte. Und ich sagte, Vanille und Schoko bitte. Ich habe so gelebt, weil ich jung und dumm war, ja, und ein krasses Gehalt hatte und auch mich an so einem stereotypischen Fußballer orientiert habe, der da in der Bild-Zeitung und, glaube ich, irgendwie im gesellschaftlichen Gedächtnis existiert und quasi die schlechtesten Merkmale aller Fußballer zusammenführt in einer Person. Und das war mein Vorbild. Als wir in dieses Land gekommen waren, wohnten wir in einem Dachgeschoss. Es war ein Raum, in dem sonst Sachen lagerten, ohne Dusche. In meiner Erinnerung sehe ich viel Holz an den Wänden. Vielleicht war das Holz aber auch eine Etage unter uns, im Vereinsheim. Schömberg im Schwarzwald. Die 8000-Seelen-Gemeinde wird für Familie Subotic zum Zufluchtsort. Nevin ist 2 Jahre alt. Sein Vater hält die Familie mit Nebenjobs über Wasser, auch ohne offizielle Arbeitserlaubnis. Er ist handwerklich geschickt und dazu ein guter Fußballer. Beim TSV Schömberg kickt er in der Kreisliga. Zum Dank bekommt die Familie Unterschlupf hinter der oberen Luke in diesem Vereinsheim. Das heißt, es war jetzt keine Wohnung, aber es war ein Dach über dem Kopf. Es war ein eigener Dach über dem Kopf. Ich glaube, wenn ich mich in seine Rolle reinversetzen müsste, dann würde ich schon denken, dass das natürlich gar kein Vergleich ist zu
dem Haus, das er in Bosnien aufgegeben hat. Das hatte 3 Etagen, das war größer als das, nur für unsere Familie. Das hat er selbst gebaut und dann aufgegeben. Aber trotzdem ein kleines Stückchen Stolz dahingehend, als dass er sich selbst das hier verdient hat und seine Familie jetzt erstmal ein Dach geben konnte, aus dem er dann den nächsten Schritt ableiten konnte. Der nächste Schritt, das nächste Dach über dem Kopf. Das bekommt Familie Subotic bei Anneliese Stumpf. Die ehemalige Krankenschwester hat damals für die Flüchtlingsfamilie ihr Schlafzimmer geräumt und ist selbst aufs Sofa ins Wohnzimmer gezogen. Was soll ich machen? Die sind in Elend und ich habe eine Luxuswohnung im Verhältnis zu was die hatten. Und da sage ich, ja, wo schlafst du denn wirklich? Und da sagte ja, mein Mann schläft mit meinem Sohn und ich schlafe mit meiner Tochter. Aber das war so beengt, ich konnte es gar nicht glauben, dass man so leben kann. Nevin und seine Schwester Natalia fühlen sich wohl bei Frau Stumpf. Die Kinder wissen nicht, dass auch diese Bleibe nichts auf Dauer sein wird. Im Gegensatz zur Freundschaft mit der alten Dame. Heute lebt Nevin Subotic in Dortmund mit seiner Freundin Shari zusammen. Die beiden kennen sich seit fast 15 Jahren. Damals dreht sich die Welt für den jungen Profi nur um sich selbst und den Fußball. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass er mehr und mehr gefragt hat. Er hat sich mehr und mehr dafür interessiert, wie ich die Welt sehe, warum ich sie so sehe. Ich war ehrlicherweise die ersten 2-3 Jahre, nachdem wir uns kennengelernt haben, etwas vorsichtig. Wir sind uns auch nicht so schnell so nah gekommen, auch nicht freundschaftlich in irgendeiner Weise, weil ich doch ein wenig Vorurteile hatte gegenüber dieser Fußballerwelt. Wer ist deutscher Meister? BVB Borussia! Viele Fans in Dortmund trauen ihren Augen kaum. Der BVB ist deutscher Meister und ein Profi ist mitten unter ihnen. Mein Autodach sollte von diesem Moment an eine Delle davon tragen. Ich nannte sie die Meisterdelle. Selbst als ich das Auto später mal verkaufte, blieb sie drin. Sie musste erhalten bleiben. Sie war ein Monument. Diese Momente, die ich mit den Fans teilte, sie waren kurz. Sie dauerten nur 2-3 Minuten. Aber sie waren mit die wunderschönsten. Du willst ja was sehen! Ist nur der BVB! Ist nur der BVB! Ja, der ist auch jetzt schon wieder groß in Form. Nevin, auch das, was jetzt gerade wieder gedreht wird, sehen wir das wieder in YouTube gleich? Das werden wir sicherlich in YouTube sehen. Nicht alles. Ich muss das jugendfrei halten. Aber das gute Stück wird ihr sehen, wie wir feiern mit den Fans. Das ist einfach unglaublich. Und ich will das teilen mit der ganzen Welt. Sie haben ja schon groß gefeiert, als die Meisterschaft feststand. Heute also die offizielle Feier, so wie Sie erwartet haben. Oder ist das noch mal ein Ticken mehr? Ey, ich hab von 1 bis 10 habe ich 10 erwartet und wir haben 100 bekommen und wir sind noch nicht mal halbwegs bis zum Stadion. Viel Spaß noch, danke. Danke, ciao. Danke. In meiner dritten Saison bei Dortmund wurden wir Meister. In den Jahren zuvor waren wir 6. und 5. gewesen. Wir waren keine Mannschaft, von der man den Titel erwartete. Wir waren jung und der größte Star im Verein war kein Spieler, sondern der Trainer. Jürgen Klopp, sowas wie eine Vaterfigur? Jürgen Klopp, eine sehr wichtige Figur in meinem Leben und ich glaube, es gibt viele verschiedene Funktionen, die ein Vater so hat, aber mich mit Vertrauen zu füllen, auf jeden Fall war das dahingehend ein sehr bedeutsamer Mensch und natürlich professionell eine sehr prägende Figur für mich, aber auch neben dem, außerhalb dem Platz, ich glaube, seine menschliche Sicht. Hier sieht man zwar, er schreit mich an, das war jetzt nicht immer der Fall. Er war auch ganz häufig sehr fürsorglich und freundlich zu mir. Und das hat gut getan. Das hat mir geholfen, anzukommen. Jürgen Klopp hatte Subotic von Mainz mit nach Dortmund genommen. Der BVB wird 2-mal nacheinander deutscher Meister und Nevin Subotic zu einem der besten Innenverteidiger der Bundesliga. Hinten kompromisslos, vorne torgefährlich.
Im Duo mit Mats Hummels machen die beiden als Dortmunder Kinderregelschlagzeilen. Die beiden sind Anfang 20, als der Verein seine größten Erfolge feiert. Mit Subotic ist Borussia Dortmund lange Zeit die einzige Mannschaft in Deutschland, die den Bayern Paroli bieten kann. Gab es einen Punkt, wo Sie sagen, jetzt muss ich mein Leben ändern? Oder war es ein Prozess? Es war eher ein Prozess, weil mir mit der Zeit deutlich wurde, wenn ich weiter so lebe, dann ist das zwar lustig, aber es bringt nichts. Also es hat nichts an Erfüllung oder an Sinnstiftendes dabei. Es ist nichts, was ich mir mehr aufbaue, sondern wo ich quasi Monat für Monat mich in dem gleichen Kreis bewege, immer das Gleiche tue. Und Leute drumherum finden, das ist ganz, ganz toll. Ich aber in mir spüre, dass es eigentlich gar keine Bedeutung hat. Seit über 10 Jahren fährt Neven Subotic in die Projektregionen seiner Stiftung an die entlegensten Orte im Osten Afrikas. Das größte Problem hier ist der Wassermangel. Mensch und Tier teilen sich oft dieselbe Quelle. Kinder müssen kilometerweit gehen, um an sauberes Wasser zu kommen für sich und ihre Familien. Um den Menschen genau hier zu helfen, nutzt Subotic noch zu seiner aktiven Profizeit die Sommerpause der Bundesliga. Ich bin davon überzeugt, dass es für mich keine bessere Alternative gibt, als das zu tun. Also am Pool liegen ist eine viel schlechtere Alternative, würde ich für mich zumindest behaupten. Jede Reise, jedes Projekt ist anders. Eine Willkommenszeremonie gibt es überall. Ein Jahr Planung und Vorbereitung zum Brunnenbau bringt für die Menschen einen Moment, der vieles verändert. Dieser große Kanister hier hinter mir, der wird innerhalb einer Stunde gefüllt und kann dann durch Schwerkraft das Wasser auch transportieren. In Kilometer Weite, also hier ein paar hundert Meter weiter ist auch die Schule schon. Und demnächst, weil eben das Potenzial auch so riesig ist aus dieser Quelle, wird das sogar bis 5 Kilometer weiter auch in weitere Gemeinden geliefert. Ja, hat sein Leben in eine Richtung ausgerichtet. Die Brunnen zu bauen in Afrika ist das Endprodukt. Aber sich um diese Notwendigkeit zu kümmern, ist im Grunde genommen das, was mich am meisten beeindruckt. Dass man einfach so dranbleibt. Viele denken mit ihrer westlichen Sicht, dass wir den armen Afrikanern Geld geben, damit sie auch etwas haben. Die das denken, haben aber nicht verstanden, was diese armen Afrikaner uns ermöglichen, damit wir hier dieses reiche Leben leben können, das wir leben. Wir tragen alle wie selbstverständlich ein Smartphone mit uns herum, dessen Rohstoffe aus Afrika kommen, wo Menschen einen Hungerlohn verdienen für eine schwere und gefährliche Arbeit, für die wir am Ende keinen fairen Preis bezahlen. Shari Malzahn ist Mitarbeiterin der ersten Stunde in der Stiftung. Zu Anfang ehrenamtlich, dann hauptamtlich im Vorstand, denn die Aufgaben werden immer komplexer. Wir könnten unsere Arbeit, unsere Stiftung niemals so führen. Es würde sie gar nicht geben ohne den Fußball und ohne das Geld, was er da verdient hat. In ihrer 2,5-Zimmer-Wohnung fehlt es den beiden an nichts. Großer Luxus ist hier nicht zu finden. Die beiden haben für die Stiftung nicht nur ihre Arbeit ausgerichtet, sondern auch ihren Alltag. Wie lange wollen Sie das machen? Für immer. So lange, wie wir leben. Eine Stiftung an sich ist ja sowieso schon mal auf Überlebenszeit angelegt. Das heißt, wenn man es ernst meint und man gründet eine Stiftung und man leitet sie, dann tut man das für immer. Das sind Bilder vom Alter. Für ihre Projektarbeit brauchen die beiden Geld. Viel Geld. Und jemanden, der sich damit auskennt. Alexander Milicevic ist Vermögensberater und auch im Vorstand der Stiftung. Ihm ist schnell klar, dass es bei Subotic um Millionen geht. Anfangs soll er sich um die private Geldanlage des Fußballprofis kümmern. Neven ist mit Vertrauen sehr, sehr vorsichtig. Und er ist auch sehr skeptisch. Und natürlich in seinen erfolgreichen Zeiten am Anfang seiner Fußballerkarriere, als auch deutscher Meister wurde, viel Geld verdient hat, wollten viele etwas von ihm. Und bei mir war das dann so, er hat mal begonnen mit, ich würde es jetzt nennen, Spielgeld. Also Spielgeld in Form von, das Verhältnis zwischen dem, was er bei mir eingesetzt hat, zu dem, was er hat,
ist quasi Spielgeld gewesen für ihn. Subotic startet mit 200.000 Euro bei Milicevic. Der erwirtschaftet eine gute Rendite und bekommt immer mehr Geld anvertraut. Der Finanzexperte bringt ihn auf die Idee, eine Stiftung zu gründen. In die hat Subotic bis heute rund 4 Millionen Euro eingezahlt für das Menschenrecht auf sauberes Wasser. Genau wie Alexander Milicevic kommt auch Bogdan Ivanovic aus Schömberg und auch seine Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien. Bobo und Nevin sind beste Freunde seit Kindertagen. Zu Beginn seiner Profikarriere hat Subotic seinen Kumpel sogar mit nach Dortmund genommen. Keiner hat ihn so eng begleitet wie sein Freund Bobo. Es war auch, sage ich mal, schon vor seiner Stiftung, dass er eben ehrgeizig war und auch immer lernbereit. Und dann kam das noch mit der Stiftung dazu und dann hat man da wirklich gemerkt, dass immer mehr und mehr Zeit und Energie dahinter steckt und auch investiert in die ganze Sache und sich reingelesen hat, wie das alles abläuft. Und dieser Prozess dauert noch immer an, finde ich. Also man merkt es noch immer, dass er das immer weiter entwickeln will und auch sich selber. Die beschützte Kindheit im Schwarzwald wird Nevin Subotic nie vergessen. Er ahnt damals nicht, dass es noch eine tiefe Wunde geben wird. Ja, hier bin ich in Schömberg und spiele Fußball im VfB-Trikot. Das war damals der große Verein. Ich glaube, da haben wir auch eine Meisterschaft geholt. Natürlich jeder in der Umgebung war auch VfB-Fan. Ich auch. Wie viele Kinder in Schömberg trägt Nevin damals stolz das Trikot des deutschen Meisters von 92. Sein eigener Verein ist der TSV Schwarzenberg und sein Jugendtrainer Achim Renner, heute erster Vorsitzender. Der erinnert sich an die Kindheit seines talentierten Schützlings, der in Schömberg die Grundschule bis zur 4. Klasse besucht. Nevin ist ein guter Fußballer und ein guter Schüler. Dann hieß es halt irgendwann, der Aufenthaltsstatus ist irgendwann weg und dann hätte sie ausgewiesen, wäre sie wieder nach Bosnien. Was für mich völlig unverständlich war, weil die Familie hier komplett integriert war. Die Kinder haben Deutsch gesprochen, der Vater hat Deutsch gesprochen, die Mutter hat Deutsch gesprochen, das war überhaupt kein Thema. Also für mich nicht nachvollziehbar, bis zum heutigen Zeitpunkt nicht. Mir war damals nicht bewusst, aus welchem Land meine Eltern gekommen waren oder warum. Sie erzählten nie darüber. Das Land, das ich bewohnte, hatte sein Zentrum in der Brunnenstraße 28. So lautete unsere Adresse. Ein Junge kam zu mir und fragte, bist du Serbe oder Jugo? Ich sagte, keine Ahnung. Das war auch nicht gelogen, ich kannte die Antwort nicht. Und noch weniger wusste ich, dass er genauso hätte fragen können, ob ich Badener oder Deutscher sei. 10 Jahre lang lebt Nevin Subotic mit seiner Familie im Schwarzwald. Plattform plus 50 Meter. Schömberg ist damals für ihn nicht nur Kindheit, sondern der Nabel der Welt. Heute blickt er mit gemischten Gefühlen auf seine ehemalige Heimat. Es ist nicht meine Stadt oder mein Dorf sozusagen. Es war mal und dieses war mal, das ist auch etwas, was ich in mir trage. Nicht im Sinne von, dass es irgendwie weg ist. Ich habe schon eine andere Beziehung dazu, weil es gibt halt diesen harten Bruch. Ich war hier und dann war ich plötzlich gar nicht mehr hier. Also hier ist meine Familie am Frankfurter Flughafen. Dadurch, dass wir nicht mehr in Deutschland geduldet wurden, mussten wir das Land verlassen und wir hatten die Möglichkeit bekommen, nach Amerika zu gehen. Und das ist der Abflug mit meinem T-Shirt, wo auch meine Schulklasse, die man hier rechts daneben sieht, mit drauf ist und die alle auf der Hinterseite des T-Shirts unterzeichnet haben. Der 16. Juni 1999. Familie Subotic verlässt das Land und lässt zum zweiten Mal alles zurück. Ihr Weg führt nach Salt Lake City. Kurze Zeit später schon nach Florida. Nevin macht seinen Abschluss in der Highschool. Wie in Deutschland nehmen die Eltern auch in den USA jeden Job an, um die Familie zu ernähren. Für die Besitzer dieser Villa arbeitet die Mutter als Putzfrau. Also wir sind ja nach Florida gegangen, weil meine Schwester sehr gut Tennis gespielt hat. Ich war nur im Hintergrund und habe halt Fußball gespielt, immer auf dem geringsten Niveau. Und eines Tages auf dem Park, GT Bray Park in Bradenton, Florida, war es so, dass ich gesehen habe, dass da eine Mannschaft spielt oder trainiert. Und ich bin dann zum Trainer hin und habe den gefragt, ob ich da mittrainieren kann, weil ich jetzt gerade keine Mannschaft hatte. Mit meinem Vater auf dem Nebenplatz einfach trainiert habe. Und er meinte, ja, eigentlich ist das hier mein Nebenjob. Mein Hauptjob ist, dass ich Trainer bei der U17-Nationalmannschaft bin. Und ich habe dann Probetraining bekommen und war dann von diesem amateurhaften Niveau
befördert werden auf das höchste Niveau, das man in Amerika erreichen kann, und zwar dieses U17-Nationalmannschaft-Internat. Subotic schaffte es ins US-Team. Bei der U17-WM in Peru spielt er sich in die Notizbücher der Scouts und landet schließlich in Mainz, in der zweiten Liga, wieder in Deutschland, diesmal mit offizieller Erlaubnis. Seine Schwester sieht, wie ihr kleiner Bruder den Sprung in den Profikader schafft. Nevins Sommermärchen 2006 ist sein erstes Tor beim Heimsieg gegen Wien Wiesbaden. Wir sind alle super stolz auf ihn, dass wir ihn auf dem Fernseher sehen können und ja, Fußball spielt professionell, so wunderbar. Schon ein super geiles Gefühl noch immer. Also für mich, also das ist ja die ersten 10, 20 Sekunden nach dem Ding, du willst einfach alles zerreißen, du bist so glücklich. Auch der junge Jürgen Klopp startet seine Trainerkarriere in Mainz mit Nevin Subotic. Das ist ein ganz besonderer Junge. Ich hatte so viele tolle Spieler und mag sie alle. Und, aber Nevin war einfach kennengelernt, als er 17 war, das heißt dann mit nach Dortmund genommen. Verschiedene Phasen seiner Persönlichkeitsentwicklung mitgenommen und dann kommt das dabei raus. Das ist eigentlich verrückt. Das ist ja im Grunde ganz kurz, aber vor 400 Jahren wäre so jemand heilig gesprochen worden. Immer wieder fährt Subotic in den Sommerpausen der Bundesliga mit seinem Stiftungsteam in die Höhenlagen der Tigray-Region in Äthiopien. Wie hier im Jahr 2017. Bei jedem Projekt gibt es einen festen Plan. So ein Brunnen kostet im Schnitt rund 13.000 Euro, abhängig von Bodenbeschaffenheit und Tiefe des Grundwassers. Sauberes Wasser ist das eine, mangelnde Hygiene das andere große Thema und oft Ursache für Krankheiten. Deshalb werden neben dem Brunnen auch Latrinen gebaut. Es sind viele Kinder, wenige Latrinen. Jetzt ist es gut, dass die gebaut werden. Aber auch da, wenn die Schule auch weiterhin zunimmt, wird es auch wichtig sein, dass da noch weitere Latrinen gebaut werden. Hände waschen als Unterrichtsfach. Das ist hier schon vor Corona wichtig. Getrennte Latrinen für Jungen und Mädchen gehören nicht zum Standard. Daher erklärt der 14-jährige Heile, wie man diese einfache Art der Toilette richtig benutzt. Hilfe zur Selbsthilfe. Die Kinder werden seltener krank, ihre Leistungen in der Schule werden besser. Durch nachhaltige Bildung werden die Menschen ihre Situation auf Dauer verbessern können. Davon ist Nevin Subotic überzeugt. Das Projekt an der Cegedana-Schule ist nur eins von über 450 der Stiftung. Fast wirkt es so, als wolle Subotic in seinem Leben etwas wiedergutmachen. Aber ich glaube nicht, dass das nur bezogen ist auf, ich muss was gut machen, weil ich Nevin bin und so gelebt habe. Und wegen 3 Jahre dumm sein, habe ich jetzt eine Verantwortung für immer und ewig. Tatsache ist, dass es noch enorm viele Menschen gibt, die in extremer Armut leben, wo das halt echt tagtäglich zu ihrer Realität gehört. Und wir die Möglichkeit und damit auch die Verantwortung haben, das auf solide Beine und faire Beine zu stellen. Ich glaube, diese Verantwortung, die haben wir alle, ich inklusive. Und mit meinen Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, habe ich sicherlich auch mehr Potenzial und sollte und muss und möchte das auch wahrnehmen. Nevin Subotic ist ständig unterwegs. Hamburg, Hafen City. Neue Architektur, neue Welt, neue Arbeit. Wie geht das mit so einer Stiftung? Das soll der 34-Jährige auf einer Messe Mitte Juni erzählen. Auch nach zahlreichen Auftritten in Funk und Fernsehen gibt es immer wieder neue Ansätze. Das Schöne bei einer Stiftung, das kann ich auch jedem mal ans Herz legen, ist die Tatsache, dass man eine Satzung auflegen muss. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Was machen wir in die Zukunft? Worauf fokussieren wir uns? Und allein diese Frage mal vor sich zu stellen, zu sagen, okay, ich treffe jetzt eine Entscheidung, die in der Stiftung mich überleben wird, weil diese Organisation, die wird es noch nach mir geben. Zum Abschluss ein Selfie und ein Autogramm für die Besucher. Das ist so ziemlich das Einzige, was seiner Arbeit als Fußballer noch ähnelt. Früher haben Sie vor 80.000 gespielt, heute waren vielleicht 80 im Raum. Was ist der Unterschied? Die 80.000, die hören nicht zu. Und bei den 80 kann ich mir sicher sein, die sind da und ganz Ohr. Auch ohne Ausbildung, ohne Studium ist seine Expertise gefragt. Subotic berät andere Hilfsorganisationen. Seine berufliche Karriere nimmt Fahrt auf, nach seiner Profilaufbahn. Ja, zwischendurch
Dann haben die Karriere auch ein paar andere Stops. Auch wunderschön, weil das ja hier vorne auf dem Platz war, als ich mit Köln in Dortmund gespielt habe und nach Abpfiff mich die Dortmunder Süd zu sich gerufen hat und ja, mich gefeiert hat. Das war mindestens so schön wie die Meisterschaft zu gewinnen, weil der Moment, der war wirklich nur für mich. Applaus in der Kulturwerkstatt Westend in Bremen-Walle für die Einblicke in sein wahres Leben. Mit ihrem intellektuellen Ansatz isolieren sie sich nicht relativ stark von den Freunden, die sie in den verschiedenen Mannschaften gewonnen haben? Gar nicht, nee. Ich habe mit den Leuten so viel durchgemacht. Wir hatten so eine tolle Zeit. Wir sind Brüder für die Ewigkeit. Das ist so, das kann uns keiner nehmen. Dass ich jetzt gewisse Sachen sage, die manche, die setzen sich damit nicht auseinander. Ist ja okay, weil viele Menschen in der normalen Gesellschaft tun das halt auch nicht. Doch genau diese Menschen braucht Nevin Subotić für seine Arbeit. Und er findet sie. Mittlerweile sind in seiner Stiftung 10 Menschen für ganz unterschiedliche Bereiche angestellt. Also vieles, was so Gestaltung betrifft. Gerade hat er eine Frau für das Marketing gewinnen können. Er hat sie aus der Automobilindustrie abgeworben. Als Fußballer hat sie ihn nicht gekannt. Im Normalfall schaltest du die aus. Da man die ganze Zeit in seinem Hamsterrad steckt und gerade im Marketing auch viel tut, aber ohne Sinn. Eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, gerade wenn man für große Unternehmen arbeitet, war das so eigentlich, ja, das musste ich machen. Jack's in the house. Wir freuen uns, dass du da bist. Subotić arbeitet ehrenamtlich. Bisher hat die Stiftung rund 20 Millionen Euro an Spenden gesammelt. Er selbst zahlt die Verwaltungskosten, 450.000 Euro jedes Jahr. Ich weiß, dass über 770 Millionen Menschen keinen Zugang zu Wasser haben. Aber ich habe nicht die Verantwortung, für 770 Millionen Menschen dafür zu sorgen, sondern das Mögliche zu tun, was in meiner Fähigkeit ist. Ich darf nach vorn bitten, Nevin Subotić aus Dortmund, Nordrhein-Westfalen. Feierliche Zeremonie in Berlin vor einem Jahr, im Schloss Bellevue. Er wolle etwas zurückgeben und seinen Beitrag für die Gesellschaft leisten, sagt Nevin Subotić. Denn gemeinsam als Gesellschaft können wir so vieles erreichen, wenn wir miteinander kooperieren. Herzlichen Glückwunsch. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht das Bundesverdienstkreuz dem deutschen Staatsbürger Nevin Subotić. Wie konnten Sie dem Land verzeihen, dass sie 1999 ausgewiesen hat und eigentlich hier nicht mehr haben wollte? Ich glaube, ich habe es dem Land nie wirklich verziehen. Ich glaube, es ist jetzt für mich leicht, in so einer Luxussituation zu sagen, ja, ja, klar, ich mache das. Aber man könnte ja mal sagen, ja, meine Geschichte ist ja eigentlich ganz in Ordnung noch gewesen. Aber ich weiß, dass es bei anderen Menschen nicht der Fall ist. Ich weiß, sie haben genau das gleiche Schicksal mit der gleichen Entscheidungsgrundlage und bei denen geht es nicht auf. Diese Macht dieser Entscheidung und Opfer dieser Entscheidung dann zu sein, so, das ist ein Gefühl und ein Frust, den ich halt immer mit mir trage. Nevin Subotić rechnet mit niemandem ab, außer mit sich selbst. Um die Welt gerechter zu machen, braucht es Menschen, die sie verändern wollen. Menschen wie Nevin Subotić.